Ja, wenn jemand eine Wohnung vermietet und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, gehört das zu den ganz normalen Einnahmen im Einkommensteuerrecht. Da gibt es verschiedene Einkunftsarten. Das heißt, die Einnahmen und die Werbungskosten werden gegeneinander abgerechnet und dann wird das am Ende mit dem normalen Einkommensteuersatz besteuert. Ja, also bei den Mieteinnahmen muss man auch besonders darauf achten, dass nicht nur die Kaltmiete zu versteuern ist, selbstverständlich auch Nebenkostenvorauszahlungen, die ja umgekehrt dann auch später bei den Werbungskosten wieder berücksichtigt werden können, soweit man da Ausgaben hat. Und was ganz wichtig ist, was viele vergessen, wenn man eine Mietkaution dem Mieter nicht zurückzahlt, sondern später bei Auszug verrechnet, sind die einbehaltenen Kautionen auch Mieteinnahmen, die auch steuerpflichtig sind. Und auch so etwas muss man in der Steuererklärung angeben. Also letzten Endes sind die Werbungskosten, die man als Vermieter steuerlich geltend machen kann, unbegrenzt. Es kommt halt darauf an, dass es immer mit der Vermietung der konkreten Wohnung zusammenhängt. Natürlich, wie gesagt, die laufenden Betriebskosten, was so alles ansteht, gehört dazu. Aber was zum Beispiel auch ganz interessant ist, was viele Vermieter nicht wissen, wenn man weiter weg wohnt von seinem Mietshaus, kann man auch die Fahrtkosten dorthin als Werbungskosten geltend machen. Und dort ganz wichtig, nicht wie bei der normalen Arbeit, pro Entfernungskilometer, sondern wirklich 30 Cent pro gefahrenen Kilometer, die man als Werbungskosten geltend machen kann. Allerdings muss man aufpassen, man darf hier nicht wie beim normalen Job 200 Fahrten im Jahr abrechnen, dann klappt das nicht mehr, sondern es darf nur gelegentlich sein und dann kann man jeden gefahrenen Kilometer auch als Werbungskosten zum Beispiel geltend machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn es um die Vermietung von Wohnungen geht, sind natürlich die Abschreibungen und auch sogenannte Erhaltungsaufwendungen, also größere Kosten, die man hat, wenn zum Beispiel ein Bad saniert wird oder ein Dach erneuert wird, da kommen ja schnell 10, 20, 30.000 Euro zusammen. Und wenn man die in einem Jahr absetzen wollte als Werbungskosten, ist das steuerlich oft nicht interessant. Wenn man auch direkt nach dem Kauf von seinem Haus das versucht, geht das auch gar nicht, weil alles, was man in den ersten 3 Jahren nach dem Kauf eines alten Hauses renoviert, da muss man sehr aufpassen, ob man es sofort absetzen darf oder ob es nicht einfach nur in die normale Abschreibung mit 2% jährlich rein darf, was steuerlich weniger attraktiv ist. Also da Vorsicht bei gebrauchten Häusern in den ersten 3 Jahren. Also wenn man später ein Bad saniert zum Beispiel, könnte man diese Kosten entweder sofort absetzen oder innerhalb von 2 bis 5 Jahren. Da muss man sich nur entscheiden, wie will man das aufteilen. Also wenn man eine Immobilie neu kauft oder erwirbt, geht es natürlich oft um die sogenannten Anschaffungskosten, die dann wiederum bei der Vermietung später als sogenannte Abschreibung geltend gemacht werden können. Normalerweise spricht man von der linearen Abschreibung 2% über 50 Jahre. Zu den Kosten gehört natürlich nicht nur der Kaufpreis, sondern auch die sogenannten Nebenkosten wie Notar, Makler oder andere Kosten, die im Zusammenhang mit der Anschaffung entstanden sind. Was aber auch ein ganz wichtiges Thema beim Kauf einer Immobilie immer ist, ist einfach die Grunderwerbsteuer. Das ist eine ganz andere Steuerart. Gerade wenn es gebrauchte Immobilien sind, muss man aufpassen. Inventar sollte man extra deklarieren oder auch wenn man eine Eigentumswohnung kauft, die sogenannte Instandhaltungsrücklage, die zu der Wohnung gehört, sollte extra im Notarvertrag erwähnt werden. Weil wenn man das so macht, muss man auf diese Beträge keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Und bei den inzwischen sehr gestiegenen Steuersätzen der Bundesländer kommen da ganz schnell sehr große Beträge zusammen, die man sparen kann. Was auch ein wichtiger Aspekt für Vermieter ist, wenn man an Freunde, Bekannte oder auch Verwandte vermietet, dass man da durchaus günstiger vermieten darf, ohne dass man Nachteile beim Werbungskostenabzug hat. Aber da muss man genaue Regeln beachten. Es gibt eine sogenannte 66%-Grenze, also 2/3 der ortsüblichen Warmmiete muss man mindestens als Miete verlangen, damit man 100% aller Werbungskosten geltend machen kann. Hier empfehle ich dringend, nicht spitz auf Knopf zu rechnen, sondern immer etwas mehr anzusetzen, weil es gibt häufig Streit darum, was ist die ortsübliche Miete. Und bevor man da mit dem Finanzamt später sich rumärgert, sollte man lieber gleich etwas, vielleicht 70% ansetzen und sich auch beraten lassen, wie man eine glaubwürdige und vernünftige Vergleichsmiete ermittelt. Da können gerade Haus- und Grundortsvereine auch helfen, sagen, ob es Mietspiegel gibt, wie man sonst in der Region
Orientierung bekommt, um einen passenden Mietwert ermitteln zu können. Also leider gibt es auch heute immer noch, trotz des boomenden Immobilienmarktes, gerade in ländlichen Regionen, die Situation, dass man nicht sofort wieder einen Mieter findet, sondern auch einen längeren Leerstand haben kann. Und da ist es einfach wichtig, als Vermieter immer auch zu belegen, dass man sich bemüht hat, einen neuen Mieter zu finden. Sonst kann es passieren, wenn eine Wohnung vielleicht ein halbes Jahr leer steht, dass das Finanzamt sagt, man hat keine Gewinnerzielungsabsicht mehr und dann würden die Werbungskosten nicht mehr anerkannt und man hätte steuerliche Nachteile. Also da muss man aufpassen, auch belegen, was man gemacht hat, um sich um neue Mieter zu bemühen. Wenn das trotzdem alles länger dauert und man wirklich mehrere Monate Leerstand hat, ist ein wichtiger Aspekt auch auf die Grundsteuer zu achten. Hier kann man dann einen sogenannten Grundsteuererlass bei der Kommune beantragen. Auch dafür, sowie zu anderen Fragen, auch rund um die Vermietung, empfiehlt sich natürlich auch wieder den örtlichen Haus- und Ortsverein, um Unterstützung zu bitten, weil dort sitzen die Experten, die am besten immer auch die örtlichen Verhältnisse kennen und Vermietern dann helfen können. Und last but not least, ein Aspekt, auf den man auch mal achten sollte, wenn es darum geht, was man als privater Vermieter als beim Finanzamt geltend machen kann. Auch der Haus- und Grundmitgliedsbeitrag ist Teil der allgemeinen Werbungskosten, die man als Vermieter steuerlich absetzen kann. Also noch ein Argument mehr für eine Haus- und Grundmitgliedschaft, die sich unter ganz vielen Aspekten rechnet.